Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, draußen im Wald. Heute ein bisschen weiterbauen am Lager. Mal schauen, das Wetter ist nicht so gut. Wir haben auch Sturm angesagt und Gewitter eventuell. Wir wissen jetzt noch nicht, ob wir über Nacht bleiben. Aber wir hatten alles dabei, so dass die Übernachtung auch kein Problem wäre. Ja, und heute werden wir einfach ein bisschen, wie gesagt, am Lager weiterbauen. René ist schon fleißig dran. Tabs hängen schon, man kann eigentlich nicht schief gehen. Was heute am Plan steht, ist schon mal diese, ja, weil das halt relativ schräg ist hier alles, das müssen wir jetzt einfach begradigen. Mal schauen, wie es wird. Bleibt dran! Das Ziel wäre heute, das einigermaßen zu begradigen, so dass man da liegen kann mit dem Zelt erstmal. Mutzel. Und noch Bock? Na, kein Bock mehr. Machen wir Pause. Furchtbar. Einigermaßen begradigt das Ganze hier. Also es geht schon. Und das Schöne ist mit dem Stuhl, da sinkt man jetzt nicht mehr ein, weil da der Lehmboden schon da ist. Aber da bist du da im Freien. Das macht ja nichts, das ist der Eingang. Ja, wenn es dann richtig schifft. So, René, du schaust recht besorgt. Was los? Ja, ich habe einen Baum, der stört. Ein Baum im Wald stört. Ein Baum im Wald stört. Das ist einfach zu viele Bäume hier. Also furchtbar. Na, das Problem ist, ich würde das Zelt eigentlich gerade nach vorn hinstellen, nach hinten. Aber das ist das Problem, der stört der Baum. Der Baum stört, der muss weg. Und der Baum stört, der muss Was? Weg. Was? Nein. Aber dieser hier, der ist sowieso kaputt. Der ist sowieso kaputt, ja. Also theoretisch könnte der weg, aber ich mag den irgendwie. Also ich finde den schön. Aber wenn ja gut, der ist eben halt für die Hängematten noch gut. Weil der ist noch ganz, der ist noch eigentlich relativ frisch. Also der ist noch fest, sage ich jetzt einfach mal. Da ist nichts hohl oder so. Mhm. Eigentlich schade, den wegzumachen. Finde ich auch. Ja, würde ich auch sagen. Den machen wir nicht weg. Das erste Mal. Nein. Das muss ich mal schauen, das Zelt. So, kurze Information, wir sind sowieso verpflichtet, hier Bäume wegzumachen. Also wir haben schon welche gefällt, die tot waren und so weiter. Also Totbäume müssen hier raus, da sind wir verpflichtet. Das heißt, wir sägen jetzt natürlich keine gesunden Bäume hier kaputt oder so. Das nur schnell zum Verständnis. Eigentlich auch relativ lustig, den wollte ich mir nie kaufen. Ich habe das nie als nötig gesehen. Ich weiß. Dann habe ich den beim René ein paar Mal im Einsatz gesehen und das mit dem Gasadapter da, das gefällt mir wirklich sehr gut. Und deswegen habe ich den jetzt doch. So kann es gehen, gell, nach so vielen Jahren. Aber es ist natürlich auch ein sicheres Kochsystem und ich liebe halt einfach Spiritusbrenner, also den Trangia. Schön leise. Ja, das ganze System ist ja auch super windgeschützt, effizient. So, heute gibt es Chivacici. Ganz frisch gemacht. Okay.
Tja, ich habe gedacht, dass der eigentlich zum Kochen da wäre, dieser Deckel, aber dem ist wohl nicht so. So ein Scheiß. Dabei war der nur ungefähr, weiß ich nicht, eine Minute drauf oder so und fängt gleich das Glühen an. Das ist nicht so cool. So, und jetzt leckeres Essen. Passt ein bisschen Knoblauchöl dran. Ein bisschen Wasser rein, damit es nicht anbrennt. Kann man essen. Und ich zeige euch jetzt mal das innere Bisschen. Eines. Bei mir gibt es Käsespätzle mit Schinken und Röstzwiebeln. Riecht schon gut, ein Ausbike. Gerade ordentlich zum Regnen angefangen, aber ich glaube, jetzt lässt es doch schon wieder nach. Naja, schauen wir mal. Sieht man auch. Unterm Tarp hört es sich immer so heftig an. Dabei ist gar nicht so schlimm. Puh. Ja, schauen wir mal. Das ist das. Ja, was soll's? Wir sind ja gut vorbereitet. Alles schon so wetterfest gemacht, wie es sein soll. Das passt schon. Ach, herrje. Boah, ganz schlecht. Boah, noch schlechter. Hab ich ja. Ach, du hast. Ja. Was ist das für eine Kacke? So, unser Pavillon. Unser Pennerlager. Pennerglück. Pennerglück. Super. Wunderbar. Super, passt. Danke. Wir haben sogar noch Haken für unsere Klamotten zum Trocknen. Jetzt super. Wird's gemütlich. Läuft. So kann man überleben. So schaut es dann aus von außen. Cool. Das krasse Lager, naja. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nicht umsonst ist. Da wird mit Sicherheit der nächste Schauer kommen. Und, boah, dass wir nicht so überrascht werden wieder, wie gerade eben. Weil die Bauplane, die hatten wir hier gelagert, im Wald direkt. Die haben wir jetzt nicht aus dem Auto oder aus dem Rucksack genommen. Die hatten wir schon da, weil wir wollten die eigentlich für Feuerholz hochkriegen. Dass wir das hier festmachen können irgendwie, dass wir Licht haben. Dann könnte man noch einen Stemmen reinhauen. Haben wir einen kleinen? Hol ich den nochmal? Ja, warte schnell. Welcher war denn das? Der da? Der da. Kleine. Oder eben so, genau. Oder so. Und dann da reinklemmen. Achtung, Hand. Da musst du nicht genau. Du musst hier, wo es gefaltet ist. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keinen Überblick. So. Fett. Passt, oder? Passt. Na, siehst du. Alles klar. So, dann kann man das Zeug wiederholen, Stuhl und so weiter. Also so ganz dicht ist die Bauplane nicht. Läuft man nicht jetzt. So dicht ist die Bauplane doch nicht, aber ich denke mal, wir werden überleben und können trocken kochen. Schätze ich jetzt einfach mal. Bernd ist schon geduscht. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Oder Bernd, was sagst du? Ja, passt. Super. Also ich bin hier voll gepisst worden gerade von Schwall Wasser, der sich da gesammelt hat und durch diese Löcher natürlich dann schön mich angebieselt hat. Oh, aber es geht schon wieder.
Scheiße. Jetzt habe ich mich wieder umgesetzt, aber diesmal ist es richtig gut. Das kann man lassen. Ja, ich habe wohl auch was verloren. Was ist überhaupt in meinem Kästchen? Was heißt? Schau, ich nehme immer diese die alten Schöpfen da. Auch da ist wieder die Schöpfen da oben. Ja, das ist die, was wir letztens geschafft haben, die dummes Markenschutz. Ist zu heiß. Einfach zu heiß. Musst du warten. Okay? Ui, scheiße. Das war bei mir am Anfang. Wie du schon gesagt hast, vorhin. Wie, was gesagt? Na, dass der Hust. Wenn du zu voll machst, findet er nicht. Ich habe ihn zu voll gemacht. Ach so.
Das ist ein Zwiebelinspeck. Ein schönes Speck. Was ist denn das? Ja, ja. Käsekopf. Aber wenn du das so siehst jetzt mit unserem Tarp mit den Löchern hier, sieht aus wie Sterne, wenn es so hoch und dunkler wird. Ja, ich weiß schon. Das habe ich mir schon gedacht. Richtig gemütlich. Gute Nacht, Leute. Ja, frisch ist es gerade ein bisschen. Ich habe einen Zweck mit angezogen noch. Und in der Nacht vom Boden her, wahrscheinlich weil ich zu viel gegraben habe, weil ich ja Lehm drunter hatte, war es recht frisch am Boden auch. Oh ja, aber es ging. Ich habe ganz gut gepennt. Hier ist der René gleich. Guten Morgen, ihr Leute. Und wie hast du so geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Mir war warm, im Gegensatz zum Bernd. Aber der hat weniger Alkohol getrunken als ich. Aha. Denke ich mal, oder? Mit Sicherheit. Ja. Du warst ja in der Früh um zwei noch blau. Ja, natürlich. Du hast rumgeschrien und rumgejodelt. Genau, und geheult und geweint. Mit dem Mann kann man nicht rausgehen. Das ist, das ist nur Spaß. Alles gut. Nein, wir haben uns diesmal benommen. Wir haben nichts getrunken. Ja. Nur Milch und Früchte gegessen. Jetzt gibt's erstmal Kaffee. Das heißt ja nicht leben wie ein Hund, Mann. Selbst erlegtes Reh. Ja genau, schau ihn nur an, so ein Schmarrn, gell? So Leute, wir werden jetzt gleich zusammenpacken, trinken, machen unseren Tee dann gemütlich. Mein Hund, der Spike, den hat es auch gefallen, den ganzen Tag draußen. Na Spike, guck mal da, warst du mit? Und wir wünschen euch viel Spaß auf Bernds Kanal. Ciao! Deswegen sage ich an dieser Stelle Servus, ciao, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht es gut, ciao!